Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hat sich am Mittwoch zu den weiter geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland geäußert. Klar ist auf jeden Fall, dass wir ab dem 20. tatsächlich insgesamt in Deutschland starten können, wieder mit bestimmten Schritten, wie wir es machen werden für die Prüflinge, für diejenigen, die noch Abi und Ähnliches vor sich haben. Wir werden etwas später damit starten, es kommt aber gleich. Und ab dem 4. Mai dann weitere Stufen der Öffnung der Schulen vornehmen werden. Und wir haben heute auch beschlossen bei den Regierungschefs, dass die Kitas zurzeit nicht geöffnet wird, weil wir dort einfach das Risiko nach wie vor für zu hoch einschätzen. Die Kontaktbeschränkung muss leider weiter bleiben. Und das heißt eben der Abstand, das heißt all die Regelungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, um deutlich zu machen, dass man eben sich nicht ständig mit neuen Menschen immer wieder treffen sollte, sondern der Kreis einfach klein bleibt. Das Zweite ist, wir haben heute miteinander festgelegt, dass es deshalb vollkommen unrealistisch ist, dass es bis zum 31. August auch nur eine Großveranstaltung in Deutschland geben kann. Und man darf aber sagen, inzwischen ist Deutschland in der Lage, 650.000 Tests pro Woche zu machen. Und das ist wirklich eine ganz hohe Testkapazität bereits. Darüber hinaus werden wir weiter daran arbeiten, dass die Testkapazitäten weiter ausgebaut werden.